Ja, zum Japan-Level. Asiatisch, chinesischen. Naja, eher chinesisch. Ziemlich geiles Level, wenn man weiß, wie sehr kurz. Hat mich erschrocken, wie kurz es ist. Ich wusste nicht, wie es geht. Das ist ziemlich fies. Wenn es das ist, werden wir jetzt gleich sehen, was passiert. Werden auch gleich eine Aufnahmepause machen. Denn ich habe nämlich neben mir liegen Diablo 3, Reaper of Souls, die Ultimate Evil Edition, meine ich. Für die PS4 natürlich. Was denn sonst? Die Konsole, die nicht genannt werden darf, darf auch keine Spiele bekommen. Oder so. Nee. Ja, das ist das Level, yeah. Also, man kann hier in dem Level unglaublich viel machen. Man kann hier rumfliegen. Und man kann sonst nichts. Also hier weiterzugehen. Was man machen kann, was echt durch Zufall, glaube ich, nur rausgefunden werden kann. Man kann zwischen diesen zwei Steinen durchfliegen. Und kommt in eine Schattenwelt. Ja, da kommt jeder gleich drauf. Andere Seite. Der will nämlich Dunstwolken haben. Frag mich nicht warum. Auf jeden Fall will er Dunstwolken haben. Und dann wacht er auf, irgendwann. Schon, nee. Hätte mich gewundert, hier sind noch welche. Ja, welche? Man sieht, da ist unglaublich viel zu tun. Hier, eine müsste noch sein. Wo bist du? Wo bist du, mein Schatz? Ah, das ist seine. Mein Schatz! Ah, da ist sie. Ich hoffe, ich weiß noch was mit dem zu tun. Also auf jeden Fall, komm mal mit, Kollege. Wir. Was ziemlich sinnvoll ist, auf jeden Fall, wechseln mit ihm die Dimension. Aber mit normalen Leuten geht das nicht. Und setzen ihm genau an der gleichen Stelle ab. So. Jetzt gibt es lustige Sachen, die man machen kann. Man kann die Leute runterschießen lassen. Oder. Man will das Level beenden und geht einfach wieder in die Vergangenheit. Auf einmal hat sich alles verändert. Hier ist ein riesen Becken. Und geschwommen. Meine Güte, hast du viele Kinder. Leck mich am. Oh, was war das hier? Da war doch was. Da ist er. Ja. Ja. Oberon. Guten Tag. Alles klar. Oberon ist der nächste von unseren Friends. Friends. Und zurück. Und rechts durchs Portal. Hey, hallo. Ich möchte durch. Und ich möchte das Let's Play nicht strecken. Ich möchte es bald durchhaben. Ja, das ist die Welt. Das ist die coole Welt. Relativ sinnlos, meiner Meinung. Auf jeden Fall ist sie dunkel. Und sinnlos, habe ich das schon gesagt? Ja, es ist dunkel. Es ist sehr dunkel. Ich würde sagen, ich nehme nicht auf. Dann hätte ich nämlich. Weil ich. Hätte ich mich umgebracht. Also, oh, hier gibt es eine kleine Lücke. Und hier ist nichts. Aber hier ist ein Typ.
Und hier ist auf einmal was. Hä? Ah. Wir müssen immer diese vier Kristalle boxen. Dann können wir da durch. Und erstmal gucken wir mal in diesem Gang und machen alles kaputt, was uns ins Auge kommt. Na gut. Also, hier oben jetzt durch. Bum, bum. Bum, bum. Ja, und es hat sich so unglaublich gelohnt. Hier ist so absolut viel, dass ich weinen könnte. Ja, mehr ist da wirklich nicht. Das ist totale Verarsche. Zack, zack, zack. Auge. Bumm. Schön alles zerstören, weil sonst gibt es nämlich unseren Kollegen nicht. Die Dinger machen einfach nur das Licht aus. Hier, ich zeig's euch. Bumm. Also absolut ungefährlich, absolut Dreck, die Gegner hier. Zwei Augen nebeneinander ist natürlich sehr lohnenswert. Bumm, bumm. Vor vorbeigeflogen, ne? Hallo, geht rein. Ah, warte, 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 warte. Ups. Na gut. Auge. Hier ist nichts. Ich meine, wo soll es lang gehen? Da sind keine Kristalle. Also, weiter geht's. Bumm. Bumm. Muss ich mal ein Auge gucken. Ja, Auge. Zack. Und der Kronleuchter. Bumm, bumm. Ach so. Bumm. Zack, bumm. Hey, bumm, bumm. Zack und bumm. Auge. Bumm, bumm. Bumm. Was war denn das überhaupt, eine Vase? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt's hier da rechts. Jetzt war fertig. Bumm. Und hier unten ist noch was. Das ist ein bisschen fies jetzt. Bum, bum, bum. Zu rechts, ne? Ja. Da ist aber zum Ende. Da verlieren wir nämlich den Typen. Deswegen gehen wir erstmal nach links. Brauchen wir den eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Bum. Bum. Auge. Bum. Bum. Auge, bumm, bumm. Was ihr gesehen habt, die letzte Statue, die wir zerstört haben, ist auch eine Schlange gewesen. Und da war unser Typ drin, Cecil. Cecil. Okay, Cecil, wir bringen dich nach Hause. Warum nicht? Ey, wenn man die jetzt nochmal berührt, dann fallen die wieder runter. Lustig. Mehr passiert aber nicht. So, das war's. Da ist er zu Hause. Und wir sind... Und wir hauen auch ab. Bin jetzt nicht sicher, was jetzt kommt. Es bleibt ja eh nicht mehr viel. Das Spiel fast durch. Ah, ja, die Affen. Oh, Entschuldigung. Das Level? Nein, das ist ein Level... Da kommen Affen vor. Und das mache ich auf jeden Fall noch vor der Aufnahmepause. Vielleicht spiele ich noch durch einfach. Nein, ich glaube nicht. Ich muss mal gucken. Die Achterbahn habe ich nämlich auch relativ spät gemacht, weil ich habe es einfach nicht hingekriegt. Hier gibt es nicht viel zu tun, außer erstmal runterzufahren. Und dieses komische Ding anzugucken. So. Es gibt hier absolut nichts außer ein paar Easter außer ein Easter Egg. Warte. Gehen wir mal weiter hoch. Ganz nach links. Hier gibt es nur ein Portal rechts unten.
Aber wir fliegen mal jetzt. Genau. Einfach von links nach rechts unten am Boden entlang. War zu schnell. Ach, da ist es. Voll süß. Okay, wir gehen rechts runter, weil links interessiert uns nicht. Und wir wollen diese Blumen. So, was wir damit machen wollen, ist eigentlich ziemlich dumm. Oh, die verliert man auch. Moment, wo ist denn die Insel? Ach, da. Entschuldigung. Da möchten die rein. Und wir wollen etwa 5 Affen später haben. Brauche noch ein paar. So. Hä? Habe ich immer noch nicht. Doch, reicht. Werde gleich rausfinden, warum. Umso mehr Affen, umso schneller geht's. Sagen wir's so. So, sollte reichen, 5 Affen. Und jetzt kommt ein... ja. Ein Horizontal-Shooter. Also eigentlich ist es ja... ja... ja. Ich darf nicht getroffen werden. Ihr merkt schon, es ist total ansprechend. Mit Safe Spots zu spielen ist auch total ansprechend. Hm? Ach, guck mal, der wird aggressiver. Safe Spot ist vorbei. Hey. Hey, ich habe einen Affen verloren. Ist voll schlimm. Ich habe letztes Mal mehr Affen gebraucht. Naja. La la la, Konstanze. Ja. Gut, das war's. Go, go, go. Hallo, Steuerung. Das war's schon. Außerdem kann man hier, wenn ein Affe nämlich runterfällt, immer wieder Munition nachfüllen. Na gut, es ist nicht so schwer. So. That was it. Jetzt gehen wir kurz in die Hub-Welt zurück. Und looken mal. Wie viele... nein. Was uns noch fehlt. Wie viele wir schon haben. Wie viele Welten? Eine haben wir ja nicht abgeschlossen. Und... ja, genau. Eine haben wir nicht abgeschlossen. Das war die mit dem... na gut.
Eins. Zwei. Drei. Also zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja. Sechs. Sieben. Fehlt eins. Kommt noch. Acht. Neun. Zehn. 13, 12 sind's. Zwei fehlen noch. Also hier fehlt noch eins. Da müssten wir jetzt aber hinkommen. Und hier fehlt noch eins. Das bleibt leer. Oh, warte mal, dann fehlt nur zwei. Ist 13 oder habe ich mich verzählt? Kann auch sein. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur verzählt. So wie immer. Ich und Kopfrechnen. Ich bin der Beste. Entschuldigung, ich musste mich kurz anders hin positionieren. Jetzt kommen wir aber zu der Stelle, wo wir anfangen können, das untere Rätsel zu lösen. Gleich zumindest. Also wenn das erste Symbol, noch nicht, aber wenn das erste Symbol gleich ist, dann zeige ich es nur am ersten Symbol. Weil dann müssen wir nicht so lange warten einfach. Das ist blöd. So. Gehen wir erstmal, machen wir erstmal die Lichter an. Einfach durchfliegen. Die oberen, die großen Lichter gehen gerade nicht. Den Schatten, den ihr gesehen habt, der ist sinnvoll. Denn das sind Augen. Dupp. Und dupp. Hey, dupp. Dupp. Es geht nicht an. Hä? Das Witzige ist... eine Lampe vergessen. Man kann es wieder dunkel machen. Indem man hier unten den Knopf drückt. Oh mein Gott, das habe ich gesehen. Ist hier bestimmt auch, ne? Hey. Aber es gibt noch was. Wir haben ja immer noch unseren Freund nicht befreit. Irgendwo gibt es Sterne. Ein Auge. Hier gibt es drei Augen, glaube ich. Und jetzt fliegen wir einfach durch die Sterne. Forscher? Ein Wurm? Ein Sternbild? Heureka, ein neues Sternbild! Schau mal! Louis! Louis gehört nun zum Team. Naja, und jetzt gehen wir wieder hoch. Denn, hallo? Geh mal hoch. Einfach so. Gibt es noch so Sternbilder? Ich jetzt ein Auge. Hier musst du irgendwo noch ein Auge rum gucken. Da ist es. Hallo, ich bin noch drüber. Wir fliegen jetzt einfach quer durch. Hat nichts damit zu tun mit dem Spiel. Hat nichts mit dem Rätsel zu tun, das ist witzig. Das ist noch ein Auge, siehst du mal. Ja, ich weiß, der Witz war gut. Sehr. Ich weiß, dass er sehr gut war, weil er war von mir. So. Ordnet euch ein, meine Freunde. Jetzt müsste es eigentlich mal fertig sein hier.
Also, das gibt's doch nicht. Wie viele denn noch? Schön, oder? Ja. Hat sich doch gelohnt. Huch. Ein Freund ist einer Party beigetreten. Ich hoffe, ich tu deinen Namen nicht rauspixeln. Ja, scheißegal. So. Hallo? So. Hat absolut viel mit dem Spiel zu tun gehabt. Huch, was haben wir da? Schönes. Haben wir schon. Yay! Haben wir hier alle Augen? 8 von 8. Ich glaube, mein Fernseher ist zu laut. Ich hoffe, es gibt keine. Ich hoffe. Ich glaube aber schon. Scheiße. Egal, ihr könnt es verkraften, oder? Wenn ihr den Ton doppelt hört.